Da müssen wir Hetze definieren, denn wenn es Hetze gibt, muss man sie abschaffen. Hetze als Hetze im soziologischen Sinne bezeichnet man unsachliche, verunglimpfende Aussagen, die den Zweck haben, Hass und Angst vor bestimmten Gruppen oder Individuen zu schüren, sie zu diffamieren, zu dämonisieren. Das ist die Definition von Hetze. Und jetzt schauen wir uns mal an, ob es diese Hetze gibt. Schauen wir uns das mal an. Wo sind die Blätter? Ach, da. Okay. Und da zeige ich Ihnen mal kurz etwas, was auf einer Seite namens arend-art.de gebracht wurde. Ja? Da wird über eine Internetseite berichtet. Ja? Wo, und diese Kommentare sind gelöscht worden, er schreibt hier, hier finden Sie eine meist unkommentierte Aneinanderreihung von typischen Kommentaren bei PI, von den Inhalten und Aussagen distanzieren wir uns entschieden. So, dann ist hier zum Beispiel ein Stern, der früher für die Juden benutzt wurde, der wurde reingesetzt, wo er sein Muslim draufgeschrieben wurde. Dann ist hier, also die Internetseite, die ist nicht von Muslimen gemacht. Wollte ich nur gesagt haben, damit wir Muslime auch wissen, nicht, dass wir denken, jeder wäre hier entschieden gegen uns. Dann hier ein Schild, wo steht, Juden sind hier unerwünscht. Da wurde das Wort Jude ausgestrichen und da wurde drüber geschrieben, Muslime sind hier unerwünscht. Da wurde dann drüber geschrieben, Muslime sind hier unerwünscht. Ja? Also ganz klar. Also, ich glaube, da braucht man kaum drüber zu diskutieren. So, jetzt. Jetzt mal einige Posts. Man muss vorstellen, man geht jeden Tag in die Seite rein und lässt sich von irgendwelchen Lügengeschichten zutexten. Ja? Und dann steht da zum Beispiel... Da gleiches Recht theoretisch für alle gilt, der folgende Aufruf. Der folgende Aufruf, und alle Nicht-Muslime, die hier sind, die sollen sich auch mal die Frage stellen. Der folgende Aufruf. Als überzeugter Anhänger von Coyote wollen mich die Muselmanen massakrieren. Muselmanen sind Mörder. Dann schreibt er in Klammern, Soldaten sind Mörder, ist auch keine Beleidigung. Daher rufe ich dazu auf, das Kriegsbeil gegen Islamer auszugraben. Sprengt ihre Propagandabunker. Rasiert die Bärtigen, indem ihr ihnen die Köpfe abschlagt. Verbrennt ihre Brut, versklavt ihre Frauen. Brüder, im Namen von Coyote und dem großen Raben, beschreitet den Kriegsfahrt jetzt. Nächster Punkt. Häger der Schreckliche. Also ich finde ja, die nächste Wolfschanze ist unbedingt vonnöten und sollte auf jeden Fall gebaut werden, ohne Rücksicht auf Verluste. Ohne lange zu hadern und zu fragen. Bauen. Sehen wir uns doch mal praktisch, nachdem wir Millionen strenggläubiger Mohammedaner zum Zusammenleben mit uns zwingen, so sollten wir ihnen auch neue Quartiere zugestehen. Günstig wäre direkt neben einer Sprengstofffabrik, einer chemischen Industrie oder einer nuklearverarbeitenden Industrie. Warum also nicht noch eine kleine Wolfschanze? So. So. Jetzt schreibt er. So. Der Islam hasst alles Andersdenke und die Mohammedaner führen Krieg gegen uns. Ich gedenke, sie in diesem Krieg zu bekämpfen und beabsichtige, diesen Krieg zu gewinnen. Um es klar zu sagen, dafür können Mittel nötig sein, die ungeheuer hässlich sind. Und ich bin bereit, diese Mittel anzuwenden, denn ich will es niemals zuhanden, dass der Mohammedaner diesen perfiden Krieg, seinen Krieg gewinnt. Dann Werte. Und so gibt es tausende Kommentare, hunderte, tausende Kommentare dieser Art, wo sich die Leute täglich mit zudröhnen, bis sie total irre gemacht worden sind. Also mal ganz ehrlich, hier, nächster Kommentar. Ich zitiere nur, ja, nicht, dass mir jemand einen Vorwurf macht. Also mal ganz ehrlich, ich scheiß auf Judenkacke, die hat schon genug Ärger eingebracht und ich scheiß auf Muslimscheiße. Die sorgt immer auf der ganzen Welt für Ärger. Es ist Schluss, Muslimen. Jetzt komme ich, dich zu holen. So, dann nochmal. Also nochmal zum Mitschreiben für Muselmesi und seinesgleichen. Können ja einen deutschen Konvertierten holen zum Vorlesen und Mitschreiben. Das heißt, er will damit sagen, ja, die Deutschen, die Muslime, die können ja sowieso kein Deutsch. Ja, das ist auch so ein typisches Vorurteil. Wir wollen euch hier nicht. Moslems raus aus Deutschland und Europa. Jeder andere ist herzlich willkommen, weil jeder andere etwas Gutes für Deutschland mitbringen könnte. Wo ist denn eure vielbeschworene Muselehre? Ihr ist wohl nicht weit her damit. Unerwünscht sein, den Ruf von Parasiten haben.
von ungläubigen Huren, Schlampen und Schwuchteln umgeben sein und trotzdem hier bleiben. Was kommt noch? Camping auf dem Schweinehof? Fragezeichen. Ja. Ich meine, wenn das keine Hetze ist, weiß ich nicht, was Hetze sein soll. So. Hier, das ist erstmal das, was wir hier haben. So. Da wollte ich mal etwas vorlesen, was zu Marwa Shabini geschrieben wurde, weil viele sagen ja Einzelfall. Ich sage ganz klar, wir kannten diese Hetze vorher. Und wir haben gesagt, wenn es so weitergeht, wird hier der erste Mann platt gemacht werden. Wer mir das nicht glaubt, kann sich gerne meine Videos angucken. Im Jahre 2008 war Jesus Muslim oder Christ im Vorwort. Im Jahre 2004 im April in Basel der Vortrag Propagandamethoden von Adolf Hitler. Dann im Jahre 2009 im Mai bei einem Interview mit der Hannoverschen Allgemeinen, wo ich genau das gesagt habe. Nicht mal zwei Monate später, hä? Winterlingen, das war im Februar, müsste das gewesen sein, im Februar oder im März 2009. Das heißt, wir haben des Öfteren davor gewarnt und wir sagen jetzt ganz klar, der Bundesregiment so weitergeht, wird die nächste Muslimin abgeschlachtet werden. Ganz klarer Fall. Und für diese ganzen Heuchler, die jetzt im Internet weiter am Hetzen sind und die am Erzählen sind, ja Herr Vogel, warum regen Sie sich nicht auf, wenn ein Muslim einen Deutschen tötet? Nummer 1. Wenn jemand einen Deutschen tötet oder einen Nicht-Muslim oder andersherum. Wir haben so etwas nie für gut geheißen und wir haben so etwas immer verurteilt. Und zwar dutzendmal. Und wer sagt, dass das nicht der Fall ist, der ist ein Heuchler. Und der will die Wahrheit nicht erfahren. Und ich sage, und das ist nämlich eine Sache, die diese islamophoben Freaks, ja, das Problem ist bei ihnen, für die Wahrheit sind sie nicht besonders empfänglich. Da sind sie sozusagen immun gegen. Jede Information, die ihrem paranoiden Verständnis widerspricht, die wird sofort abgelehnt und als Gutmenschen Dünnschiss abgetan. Oder als Lüge, oder als Takrir, oder als Täuschung, oder als Tarnung. Wir haben es tausendmal erwähnt. Und zigmal, dass es nicht erlaubt ist für uns, Terror zu begehen. Wir haben ein extra Video gegen Terrorismus gemacht. Wir haben zigmal gegen Ehrenmord gesprochen. Zigmal gegen Zwangsheirat gesprochen. Und wisst ihr, was diese Psychopathen schreiben? Ja, wenn wir verantwortlich sind für den Tod von Marwa. Ja, natürlich mit dieser Hetze. Die sich wie eine Epidemie laut deutschen Autoren wie eine Epidemie in die Mitte der Gesellschaft frisst. Ja? Diese Islamhetze. Natürlich ist man das schuld. Woher hat dieser Mensch diesen Hass? Frag ihn doch mal. Und du wirst es sehen. Und ich habe es von vornherein gesagt. Ich habe in Heidelberg eine Kundgebung gemacht, wo noch nichts gesagt wurde, was in diesem Gerichtssaal passiert ist. Und da habe ich gesagt, weil Marwa Shabini soll ja die einzige Zeugin gewesen sein. Warum wurde er verurteilt? Ich habe gesagt, ich weiß warum. Weil diese Leute sagen, ich habe recht, die ist Terroristin. Und genauso ist es gewesen. Er hat das gesagt, warum soll ich sie nicht Islamistin nennen? Sie nennen uns Christen doch auch Christen. Genau das hat er geschrieben. Genau das ist die Einstellung. Ich kenne diese Psychopathen. Weil wir damit immer konfrontiert werden. Du redest gegen Terrorismus, die machen einen Vortrag, wo sie dein Video widerlegen wollen. Ich frage euch, ich frage diese Psychopathen, was habt ihr gegen Terrorismus in Deutschland gemacht? Was? Indem ihr die Menschen eingeredet habt, dass die Muslime Terroristen sein sollen? Dass das vom Islam ist? Wir haben den Muslimen erzählt, dass das nicht vom Islam ist. Wir haben den 11. September verurteilt. Wir haben die Anschläge in London verurteilt. Wir haben die Anschläge in Madrid verurteilt. Wir haben die Anschläge in Djerba verurteilt. Was habt ihr getan? Wir haben den Muslimen gesagt, ihr sollt davon ablassen. Wir haben gegen Ehrenmord geredet. Wo sind die ganzen Alice Schwarz und Co., die ganzen Feministinnen? Wo habt ihr der muslimischen Frau geholfen in dieser Gesellschaft? Wo? Wo habt ihr denen geholfen? Nirgendwo. Ihr habt sie ausgegrenzt mit eurer Propaganda. Zu mir kommen muslimische Frauen, rufen uns an, wenn sie ihre Probleme haben. Uns rufen die an
Uns fragen Muslime, was sollen wir machen? Wir wollen einen Mann heiraten, unsere Familie ist dagegen. Wir sagen, vielleicht können wir mit euren Eltern reden. Vielleicht kannst du dies oder das tun. Zu uns kommen Muslime, die ihre Jungfräulichkeit vor der Ehe verloren haben. Und sagen, was sollen wir machen? Wir wollen heiraten. Kommen die zu euch? Ihr habt sie ausgegrenzt. Zu uns kommen die. Was habt ihr für die getan? Was habt ihr gegen Terrorismus getan? Was habt ihr gegen Ehrenmord getan? Nichts habt ihr getan. Wir haben was dagegen getan. Und deswegen werden wir als Terroristen, Fundamentalisten ist sowieso für mich kein Schimpfwort, als Terroristen abgestempelt, als Demagogen abgestempelt, weil wir die Wahrheit sagen. Aber ich sage hier ganz klar und deutlich, ich würde vielleicht auch hier heute alleine stehen. Und es ist mir sowas von egal. Und wir gehen keinen Millimeter zurück. Und wir ziehen uns diesen Schuh nicht an. Und diese Hetze muss aufhören. Wo ist die Bundesregierung? Wo sind die? Seit 4 Monaten sind wir das am Predigen. Sind sie dafür? Rasiert ihre Bärte, indem ihr die Köpfe abschlagt. Vergewaltigt ihre Frauen. Verbrennt ihre Brut. Was wäre, wenn es so etwas über Juden gäbe im Internet? Die Seite bleibt keinen Tag geschlossen. Hier, der Bruder geht zur Polizei, zeigt diese Seite an. Wisst ihr, was die sagen? Ja, die haben ihren Server in Amerika. Ja, wunderbar. Lasst uns mal einen Server in Amerika mieten und dann machen wir mal eine Juden-hetzerische Seite. Die ist keinen Tag offen. Und zu Recht. Unsere Absicht ist nicht, gegen irgendjemanden zu hetzen. Unsere Absicht ist, die Wahrheit zu sagen. Wo sind sie? Irgendwo stehen sie doch hier wieder. Sind am Fotografieren. Wo seid ihr, ihr Feiglinge? Ich weiß ganz genau, dass sie irgendwo hier stehen und machen Fotos. Hier, Pierre Vogel in Dresden. Und stellen es dann wieder in ihre rassistische, ekelhafte PI-Seite rein. Wo seid ihr denn? Kommt nach oben, diskutiert mit mir. Wo seid ihr? Was habt ihr gegen Terrorismus gemacht? Wir haben die Menschen aufgerufen, friedlich zu sein. Ihr nicht. Ihr habt gar nichts gemacht. Ihr seid am Hetzen. Und ich hoffe, ihr werdet langsam irgendwann mal wach. Und wie gesagt, diese harten Worte, die ich gerade gesagt habe, ja, für die deutsche Bevölkerung, das gilt für eine bestimmte Gruppe von Menschen. Und nicht für pauschal für alle Deutschen. Wir wissen, dass es hier viele Menschen gibt, die sehr tolerant sind und mit denen wir überhaupt gar keine Probleme haben. Und wir sagen auch nicht, dass wir hier keine Rechte haben, wir haben viele Rechte, aber es wird immer enger. Und es ist ganz klar, diese Hetze muss gestoppt werden. Und ich mache mal weiter. An diesem Tag, nachdem Marwa Sherbini hier geschlachtet wurde, wisst ihr, was da Leute geschrieben haben in den Internetforen? Da seht ihr mal, was das für Psychopathen sind. Ich gebe euch den Tipp, geht mal zum Psychiater. Da haben die geschrieben, ach Alex W., in 10 Jahren wird er ein Held sein. In 10 Jahren wird er ein Held sein, weil seine eine Mutter abgeschlachtet hat vor den Augen ihres 3-jährigen Sohnes. So weit ist es gekommen. Meint ihr damals die Juden, meint ihr damals die Nazis, die hätten gedacht, das, was sie machen, wäre falsch? Die haben auch gesagt, das ist richtig, die Juden sind Dreck. So haben die, nicht ich sage das, das haben die Nazis damals gesagt. Genauso sagen die heute, die Muslime sind Dreck. Deswegen wird Alex W. in 10 Jahren ein Held sein. Hier, was wird da noch geschrieben? Da hat einer geschrieben, ich muss euch sagen, ich habe keine Gnade mit dieser Kopftuchschlampe. Denn die benehmen sich sowieso immer auf dem Spielplatz so daneben. Kannst du das vorstellen? Eine Frau wird mit 18 Messerstichen niedergemetzelt. Er sagt vor den Kindern, das Kind steht im Blut, ist am Heulen. Und das sind Psychopathen und die sagen, ich habe keine Gnade mit dieser Kopftuchschlampe. Die benehmen sich sowieso immer auf dem Spielplatz daneben. Ja, hallo, ich sage nur, geht zum Psychiater, sage ich dazu, zu diesen Leuten, die so eine Meinung haben. Und heute kommt die Presse zu mir und sagt, ja, sie werden vom Verfassungsschutz beobachtet. Ja, herzlichen Glückwunsch, beobachten Sie lieber mal diese Psychopathen. Aber mich können Sie ruhig beobachten, ich habe sowieso nichts zu verstecken. Das nur mal nebenbei. Ja. Dann der Nächste schreibt, hier. Ich muss wirklich zugeben, irgendwie stehe ich seit heute, seit dem Marwa-Prozess, auf der Seite vom Kopftuchmörder, Alex. Kannst du dir vorstellen? Er steht auf der Seite vom Kopftuchmörder. Ja, was,
Was soll man da noch sagen? Stehen wir